Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchrezension. Ich bin eigentlich noch völlig geflasht von diesem Buch. Und zwar geht es um dieses hier. Von den Chroniken der Schattenjäger, der letzte Teil Clockwork Princess von Cassandra Clare aus dem Arena Verlag und hat gekostet 19,99 Euro. Ich habe ja schon die Chroniken der Schattenjäger gelesen und habe auch den Film gesehen und war ja schon von dieser Reihe total begeistert. Und da musste ich natürlich auch die Chroniken der Schattenjäger lesen. Und ich muss sagen, dass der Teil, der hat mir jetzt von allen, also von beiden Chroniken am allerbesten gefallen, einfach weil ich einen der intensivsten Leseerlebnisse ever hatte in diesem Buch. Da hat mein ganzer Körper gekribbelt. Das war so wunderschön zu lesen. Oh, ich kann nur jedem empfehlen, wirklich lest diese Buchreihe, damit ihr dieses Buch lesen könnt und zu dieser einen Stelle kommt. Und es ist einfach nur grandios. Zum Inhalt. Wer die ersten zwei Teile gelesen hat, der weiß, Tessa ist jetzt mit Jem verlobt. Leider verschlechtert sich Jems Gesundheitszustand sehr drastisch. Und ja, Mortman ist daran nicht unschuldig, weil er das Yin Fen, was Jem unbedingt braucht, in der ganzen Stadt aufgekauft hat, ist nichts mehr zu bekommen. Und er benutzt es natürlich als Druckmittel, um Tessa zu bekommen. Alle weigern sich allerdings, Tessa auszuliefern. Das nützt allerdings alles nichts, denn eines Tages kommen Automaten ins Institut und entführen Tessa. Jem ist nach diesem Angriff so geschwächt, dass er nicht selber losreiten kann, um sie zu retten. Also macht sich dann Will auf den Weg. Will, der eigentlich ja tief verletzt ist in seinem Herzschmerz, in seinem Liebesschmerz, denn im vorangegangenen Teil hat der Tessa ja seine Liebe gestanden, die ihm daraufhin dann sagen musste, dass sie mit Jem verlobt ist und ihm nicht gesagt hat, dass sie seine Gefühle erwidert, einfach weil sie es ihm nicht noch schwerer machen musste. Und das ist so wunderschön erzählt, diese Liebe dieser drei Menschen zueinander. Also die lieben sich ja alle wirklich, alle drei gegenseitig. Tessa liebt Will und Jem. Jem liebt Will und Tessa. Will liebt Tessa und Jem. Und am Ende des Buches wird es auch nochmal so schön beschrieben. Tessa sagt das, glaube ich, dass sie Jem nie so hätte lieben können, wenn sie Will nicht auch so geliebt hätte. Weil Jem und Will diese Beziehung, diese spezielle Beziehung, diese Parabatei-Beziehung, die beiden zueinander haben, ist ja etwas sehr Außergewöhnliches und Besonderes. Und es gibt einfach so viele intensive Lesemomente in diesem Buch. Das habe ich lange nicht mehr erlebt. Es ist einfach so grandios erzählt und so emotional, aber dabei nicht kitschig. Und es war einfach wunderschön. Es war total unerwartet. Einige Stellen waren so krass und überraschend. Das Ende ist super toll. Der Epilog, wie das Ganze dann schlüssig wird und ach, es ist einfach nur wundertoll. Und am Anfang des Buches war das, hat man, wo ist es denn? Lass mich nochmal gucken. Ach genau, es ist im Einband. Da kann ich es ja nicht finden. Im Einband ist dann nochmal so ein Stammbaum. Und den solltet ihr euch echt, wenn ihr das Buch zu Ende gelesen habt, nochmal genauer ansehen, weil man dann diese Verbindungen von den Chroniken der Schattenjäger und den Chroniken der Unterwelt nochmal so genauer hat. Und das hat mir sehr gut gefallen. Damit habe ich mich dann nochmal intensiv auch beschäftigt. Und ich bin jetzt so mega traurig, dass die Reihe eigentlich damit abgeschlossen ist, weil es einfach so toll war. Ich bin jetzt mir gar nicht sicher, aber ich weiß, dass ihr mir das sagen könnt. Bei den Chroniken der Unterwelt kommt noch ein Teil, oder? Weil der letzte Teil, der war so unausgegoren. Das Ende war noch nicht so. Ich hoffe, dass da noch ein Teil kommt. Schreibt mir es bitte in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr auch schon, wie er heißen soll, wann er rauskommt, etc. Und vielleicht kann der eine oder andere mir auch sagen, ob es von Cassandra Clare noch irgendwie weitere Bücher reingibt, weil sie schreibt einfach so wunderschön. Und ich habe das Buch natürlich nach meinen üblichen Bewertungskriterien benotet. Dem Inhalt gebe ich eine 1. Die Geschichte an sich hat mir ja schon immer sehr gut gefallen. Aber auch diese
extrem unerwarteten Wendungen immer wieder drin. Das war grandios. Aufmachung bekommt man, ja, in Anführungsstrichen nur eine 2. Also ich mag das Symbol und die Schrift sehr, sehr gern. Allerdings ist dieser Teil jetzt oder dieses Exemplar, was ich hier habe, passt vom Cover her nicht zu den anderen zwei, die ich gelesen habe. Wenn ich verlinke euch die anderen Rezensionen nochmal in der Infobox, da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ich glaube, das ist jetzt oder soll angelegt sein an die Filme oder so. Keine Ahnung. Weiß eigentlich jemand von euch, ob auch die Chroniken der Schattenjäger dann verfilmt werden? Weil das wäre grandios, wisst ihr, wie viele Filme das dann wären. Aber ja, mal schauen. So, weiter geht's mit dem Suchtfaktor. Der bekommt natürlich auch eine 1. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es hier noch mehr Teile gäbe. Romantik bekommt auch eine 1. Gerade deswegen hatte ich ja meinen extremen, extrem Lesemoment. Glaubwürdigkeit würde ich auch eine 1 minus geben. Schreibstil auch eine 1. Also ich liebe Cassandra Clare. Lesespaß auch eine 1. Es war grandios von der ersten bis zur letzten Seite. Und Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt von mir eine 2. Es ist ein Hardcover, 20 Euro und ich glaube 600 Seiten sind es. Genau. Also da finde ich das okay. Ja, also für mich eines der grandiosesten Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Wirklich wunder, wunderbar. Ich freue mich auf eure Kommentare, wenn ihr den Teil schon gelesen habt, wie ihr ihn so fandet. Ja, wie gesagt, meine Fragen, kennt ihr noch weitere Bücher von Cassandra Clare? Wisst ihr, wie es mit den Chroniken der Unterwelt weitergeht? Und ja, und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss.